Moin Moin, hier sitzen wieder zusammen Paul Haber für Reeperbahn.de und Flint von der Band Razorheads. Moin Flint. Moin. Na, sag mal, was hast du denn heute Morgen gefrühstückt? Heute Beziehungsweise Morgen wann hast du gefrühstückt heute Morgen? gegen 11 Vollkornbrot mit bisschen Käse drauf. Gibt's das bei dir öfter oder war das jetzt heute Morgen einmalig Nö, bei sozusagen? mir gibt es in der Regel Vollwehr. Echt? Jo. Ja, alles klar. Das ist ja auch mal gesund. Da hatten wir schon andere Fälle bei uns auf Hi. jeden Fall. Bist du in Hamburg aufgewachsen? Nee, ich bin eine Quietsche. Eine Quittje. Eine Quietsche. Oh, Entschuldigung. Mit Quittung sozusagen. So ungefähr. Ja, So alles klar. ungefähr. Wie kommst du, dass du weißt, was ein Quittje ist? Hast du mal gehört? Ich wohne lange genug hier und ich habe das Wort irgendwie oft genug gehört, so von den Geborenen und Gebürtigen. So. Und da fragt man auch mal nach, was das Alles da klar. bedeutet. So. Ja, weil wir hängen auch mit Paddy World viel zusammen sozusagen und der Reverend von Reeperbahn.de macht ja auch Stadtführungen und da ist das schon öfter begegnet, das Quittje. Weißt du, wo das herkommt? Nee. Das hat damit zu tun, dass die Leute, die damals für den Tag nach Hamburg gekommen sind, über das Stadttor und hier arbeiten wollten, die haben eine Quittung gekriegt. Ah, ich beginne es zu Und begreifen. Quittung waren die Quittjes, also die halt die Quittungen gekriegt haben tagsüber. Und Alles das klar. ist sozusagen auch in der Hamburger Geschichte verwurzelt, der Begriff. Wieder In was welchem? gelernt. Ja, kommst du zur Reeperbahn? Ja, Ja, komm. wäre ja auch traurig, wenn man bei uns da nichts über die Reeperbahn erfahren könnte. Und wenn du jetzt nicht in Hamburg aufgewachsen bist, in welchem Stadtteil, magst du uns das verraten? Wo wohnst du jetzt? Ich Ihr bin seid in, viel auf St. Pauli, aber wo wohnst du jetzt? Musst du ja, nicht unbedingt ich habe sagen. hab lange auf St. Pauli gewohnt, aber jetzt bin ich nach Richtung Bormio umgezogen. Oh, Echt? ja. Also alles klar. Ja, Paul Haber soll da ja auch noch in der Nähe wohnen Ja, es geht im Meer. irgendwo. Ja, alles klar. Und mit welchem Verkehrsmittel bist du damals nach Hamburg gereist? Mit dem Schrottbulli. Mit einem Schrottbulli, aber der hat gehalten. Ja, bis zur Reeperbahn hat er gerade noch gehalten. Ich bin fast nebeneinander eingezogen. Oh, jo. Mit einem Tee. Weißt du das noch? Weißt du das noch? Was für ein Tee? Ein gelber alter Postbulli. Ein Postbulli. Ja. T8 oder wie die. Ja, von mir aus. Ja, okay, alles klar. Ich kenne mich mit Technik auch nicht so aus, deswegen ist das so ein gefährliches Halbwissen, wenn ich jetzt hier sowas Ja, frage. bei mir auch. Hauptsache ich passe rein und es fährt. Dann kommen wir mal zu einem Thema, was sich direkt daran anschließt. Und zwar, hattest du in der Schule ein Poesiealbum? Kannst du dich da noch dran erinnern? Nee. Nee, hast du nicht Nee, gehabt. habe ich nicht gehabt. Hast du schon damals ein Blackbook für die Texte gehabt und. Nee, es kam ein bisschen später so, aber Poesiealbum war nicht so Ist wirklich an dir meins. vorbeigegangen, alles Ja, klar. Gott Okay. sei Dank. Was wolltest du unbedingt werden, als du klein warst? Ja, das ist immer Kannst du dich da schwierig. noch dran erinnern? Ich kann mich wesentlich besser an das erinnern, was ich nicht werden wollte. Und das war? Das ist eine lange Liste. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Aber wir haben schon Zeit. Wir leben hier vom Chaos und Folklore sozusagen. Alright. Was wolltest du denn nicht werden? Vielleicht nur mal ein Beispiel, wo du dich ganz krass dran erinnerst. Das muss ja jetzt nicht die ganze Phalanx an Ja, Begriffen mein Gott, sein, aber ist du halt. wolltest nicht werden Gärtner. Gärtner wäre gar nicht mal so schlimm gewesen. So. Okay. Aber irgendwie, ist, ich glaube, so für die Laufbahn des Bankkaufsmanns wäre ich dann auch eher ungeeignet. So. Mich hat es in solche ähnlichen Richtungen nicht so wirklich gedrängt. Da muss man dazu sagen, wenn man jetzt Flint sieht, er hat etwas längere Haare, also du wolltest deine Haare zum Beispiel nicht aufgeben oder auch dein Ich für Nö, höhere also Stelle halt. da bin ich schon nicht. Ich bin schon mit Glatze rumgelaufen und mit Iro und da habe ich alles durch. Oh. Okay, aber keine Naturglatze wie bei mir zum Glück wahrscheinlich. Ja, kann ja kommen. Okay, in 10 Jahren sitzen wir uns dann nochmal zusammen. Ja, schauen wir mal. Gibt es ein Ziel, das dich momentan antreibt? Also so eher übergeordnet, auf die Musik kommen wir jetzt noch ein bisschen später, aber gibt es irgendwas im Leben, wo du sagst, das ist so eine Maxime von dir oder wo du immer wieder denkst, dass dieser Gedanke dir wieder begegnet in deinem Leben, irgend sowas? Ja, im Moment ist dann ganz klar die Musik im Hauptfokus, weil ich da sehr, sehr viel mit zu tun habe gerade. Und ja, ansonsten ist es halt irgendwie, ja, was soll man sagen, irgendwie, Ganz entspannt. dass man sich möglichst unabhängig halt hält, so in allen Unabhängigkeit. Lagen. So. Ja. Unabhängigkeit, Freiheit. Ja, das lassen wir mal stehen. Da haben wir ja schon, das kann man doch mal so stehen lassen, um mich zu wiederholen hier. Jo. Seit wann spielst du denn Musikinstrumente und welche? Also gibt es da eine Bandbreite oder hast du eins irgendwie, was du spielst Also oder? ich habe mit 8 Jahren angefangen, ich habe eigentlich mit 7 Jahren angefangen, Musik zu machen, da musste ich Blockflöte lernen. Okay. Das war nicht mal ein Jahr. War nicht dein Jahr? Ja. Das war damals so, wenn du eine Gitarre haben wolltest, so, dann musstest du erstmal Blockflöte spielen, um zu sehen, ob du bei der Stange bleibst. So. Und nach einem Jahr
Blockflöten-Märtyrium, kam dann mit 8 oder 9 Jahren die erste Gitarre samt klassischen Unterricht angehängt. So. Wie muss man sich das vorstellen? Hast du dann quasi schon irgendwie aus Abs oder aus Trotz Master of Puppets auf der Blockflöte gespielt oder irgendwie? Oder ja, habe ich später mal ausprobiert. So. Irgendwie, das war noch ein bisschen vor der Folk-Metal-Zeit. So ist ja, Blockflöte geht ja bei einigen Genres mittlerweile auch durch, ohne Gelächter. Ist mir auch noch ein bisschen fremd. Vielleicht nicht verwunderlich bei meiner Vergangenheit. Und ja, später kam dann irgendwie klassischer Gitarrenunterricht, war dann auch nicht so mein Ding. Ich habe es dann später in 10 Jahren dann selbst beigebracht mit dem guten alten Peter Bursch. EAD, GHE und... Genau, mit Stimmplatte dabei, Flexidisc, die dicke E-Seite. Okay. War auch ein guter Partyknaller, wenn man die aufgelegt. Und dann nachher über die Praxis sozusagen. Genau. Ja, alles klar. Fett. Ja, da gut, wenn man das halt intensiv verfolgt, also da habe ich ja auch einige Beispiele bei mir im Umfeld, dann kann das auch am weitesten führen. Mit gutem Unterricht, aber auch wenn man selber will, kann man immer da relativ viel reißen auf jeden Fall. Ja, do it yourself hat dann besser funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Wie war der Name deiner ersten Band? Kannst du dich da noch ganz gut dran erinnern? Oder magst du dich da gern dran erinnern? War das eine schöne Zeit? Nein. Nein? Die erste Band, Jo, Seitenriss hieß sie. Seitenriss. Ja, was man so verzapft mit 14 oder so. Das ist besser als Filmriss. Also, das ist ja, das kam später. Okay, alles klar. Und ihr hattet Spaß? Na sicher. Ja, alles klar. Wie viele Leute wart ihr da? Da waren wir zu viert. Zu viert. Und das war so aus der Schulsphäre heraus noch? Oder? Ja, so Schulkollege. Alles klar. So. Ja, okay. Und habt ihr da auch mal ein Konzert irgendwie gegeben? Also, ja. Echt? Ja, klar. Wo wart ihr da gewesen? Vor wie vielen Leuten habt ihr da gespielt? Damals? Das war auf einer Erzieherinnenparty war das. Wo ich herkomme, da gibt es so einen Kolleg, wo Leute Erzieher lernen und die haben einmal im Jahr eine Party gemacht und da haben wir dann gespielt. Okay. Kann man euch also Musik... Das Publikum war gleich vorhanden so irgendwie und ja, war gut. Okay. Ja, alles klar. Das ist also die ersten Erfahrungen. Sozialisierung als irgendwie Bandgeschichte sozusagen. Und kann man euch da musikalisch einsortieren oder darf man das überhaupt? Was habt ihr damals für Musik gemacht? Damals, ja, ich meine, was man in 14 so macht, ist halt so Covergeschichten oder irgendwie so Rockgeschichten, Rolling Stones. Auch ein, so. Zwei eigene Lieder so mit viel Herzblut? Ja, ja, klar. Ja, okay, alles klar. Die sind aber im Giftschrank. Alles klar. Also die dürfen wir nicht posten. Okay, dann verstanden. Nein, darum geht es ja auch gar nicht. Also um dann jetzt mal die Überleitung zu kriegen von deiner musikalischen Vergangenheit zum musikalischen Gegenwart. Wie ist es denn zu den Razorheads gekommen? Wie viele Leute seid ihr und welche Leute gibt es da so in der Band? Welche Instrumente habt ihr da? Und ja, vielleicht mal so ein bisschen, wer ist denn das? Ja, wir sind ein Trio, sind drei Leute. Ich mache Gitarre und Gesang. Dann haben wir Laurenz, der macht Bass. Und den Pablo Cortes zurzeit am Schlagzeug. Und es ging halt, Laurenz, der ist schon länger dabei. Und bei Drummern ist es bei uns so, ich weiß nicht, ob die Hörer Spinal Tap kennen oder du. Mal gehört auf jeden Fall. Also ich komme ja aus einer anderen musikalischen Ecke, muss man ja ehrlich sagen jetzt. Ja. Ne? Aber es interessiert mich auf jeden Fall, weil nur für dich zur Info, ich habe früher auch in einer Band gespielt, habe ich dir, glaube ich, mal erzählt, wo wir uns kennengelernt haben. Und von daher sage ich jetzt einfach mal nicht mehr, weil es geht hier heute um dich, aber es ist auf jeden Fall auch das Interesse da. Ich glaube, das merkt man auch, wenn es nicht da ist. Ja, ja sicher. Ne? Sicher. Nee, ist in aller Kürze, weil bei Spinal Tap, die haben ein Drama-Problem. Der verschwindet oder einer explodiert und so weiter. Das ist auf jeden Fall irgendwie die... Der Drama sitzt auf einem rotierenden Karussellsessel quasi. Und das ist bei uns auch lange Zeit so gewesen. Okay. Und Lauri und ich, das sind halt so die Konstanten dabei gewesen. Letzter Zeit. Alles klar. Und was für eine Vergangenheit haben so deine Bandleute? Kommen die auch, haben die auch schon früher, weißt du, oder kannst du was dazu sagen? Halt, haben die früher auch schon in anderen Bands gespielt? Aus welchen musikalischen Ecken oder Räumen oder auch regional? Wo kommen die her sozusagen so hier? Wie habt ihr euch hier in Hamburg zusammengefunden? Ja, unser Laurenz, der Basser, der kommt ursprünglich aus München, auch eine Quietsche. Und der ist unter anderem, der spielt ja in der Lehmitz Hausband. Ah, okay. Und ist halt eine harte Bühnensau geworden, sozusagen. Irgendwie die ziehen halt das Lebensprogramm da ab. Und der Schlagzeuger zurzeit, der ist aus Chile. Kurz noch als Info, Lehmitz auf der Reeperbahn sozusagen, halt auch eine bekannte Location, wo man halt irgendwie öfter, was für Musik kann man im Lehmitz hören? Ja, ist im Rockbereich. Im Rockbereich, ja, alles klar. Okay. Und die sind dann auch aus München nach Hamburg gekommen und dann, wie habt ihr euch hier in Hamburg kennengelernt?
Der Lauri hat sich übers Internet gemeldet, als irgendwie als ich einen Bassisten gesucht habe. Also ihr habt Das war euch ganz nicht schnöde übers Internet. beim Rasieren kennengelernt, wie man bei den Razorheads vermuten könnte oder was Nein, auch immer. Alles nein, klar. ich pflege mich in der Regel auch alleine zu rasieren. Das ist mir ein bisschen lieber so. Jedenfalls, wenn es um Männer geht. Ja, alles klar. Nee, also so war es auch nicht Alles gemeint. klar. Alles klar. Wie lange gibt es euch jetzt schon als Band? Ihr seid ja jetzt mit eurem Debütalbum dabei, halt, Ja. ne? Und wie lange gibt es euch und wie lange habt ihr dann an diesem Album gearbeitet? Ernstzunehmend gibt es die Band jetzt seit knapp 4 Jahren. Also mit stabilem Line-up Echt? und so. Das heißt also, ihr habt wirklich andere Nummern erstmal gespielt, euch ein Programm zusammengeschustert, seid wirklich damit schon auf die Straße, nenne ich das jetzt mal, gegangen, also halt Ja. die Ochsentour, wie man das halt auch immer so schön nennt. Und Ja. jetzt habt ihr dann nach der Zeit gemerkt, okay, ihr habt halt so viel Potenzial, dass das auch Sinn macht, ein gemeinsames Album wirklich zu erarbeiten. Ja. Und wie ist diese Entstehungsgeschichte von dem Album? Also seid ihr da einfach mal so ins Studio gegangen oder gab es da vielleicht schon eine konkrete Idee für ein Albummotiv sozusagen, was ihr dann ausgearbeitet habt? Oder wie ist dieser Prozess so Da gelaufen? ist wieder die Frage, wie viel Zeit wir haben, so, weil Wir haben schon irgendwie für wichtige Infos oder das, was das Leben zum Leben macht, haben wir immer Zeit, hier drüber zu reden. okay. Ja, weil der Entstehungsprozess war alles andere als einfach. Wir haben die Platte quasi selbst produziert bei mir im Studio. Okay. Und ich habe da halt selber Aufnahmefazilitäten quasi. Und wir haben die Rohgeschichten, die habe ich quasi zu dem Zeitpunkt selber eingespielt. Bis aufs Schlagzeug, der Rest ist alles von mir auf der Platte. So. Das nächste Album wird ein richtiges Bandalbum. Aber in diesem Fall habe ich es alles selber gemacht. Und ja, war halt eine schwere Geburt, so, ne? Weil wir sind finanziell, wir haben keine Unterstützung von einer fetten Plattenfirma und so weiter, das ist alles selbst finanziert. Und das dauert dann halt manchmal ein bisschen länger, als wenn man irgendwie den Arsch richtig gepudert hat, finanziell, auf Deutsch gesagt. Wenn Ihr man habt dann, aber, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ein Bandmanagement, ein richtig professionelles halt ja auch, ne? mittlerweile haben wir jemand, die die Promotion macht, und eine Booking-Agentur ist seit neuestem auch an Bord. Ja, So. alles klar. Aber ansonsten, das mache ich eigentlich alles selber. Krass. Aber macht Spaß. Ist halt viel Arbeit, ne? Positiver Stress, Ja, sagen wir alles es im klar. Idealfall, aber es ist eine Menge Arbeit. Und das Debütalbum, was jetzt eben angesprochen wurde, wie heißt das und was für Tracks habt ihr da so insgesamt drauf? Es gibt da jetzt eine erste Single, wenn ich das richtig gesehen habe. Und You Don't Deserve Me. Genau. Und was gibt es sonst noch für, wie ist der Name von dem Album und was für Tracks habt ihr dort sonst noch mit am Start? Wir rauchen jetzt erstmal eine nebenbei, kurz als Info. Sicher. Ja. Ja, also das Album ist selbstbetitelt, das heißt Razorheads, das Album. Und insgesamt sind 10 Tracks drauf. Und You Don't Deserve Me, das ist jetzt das erste Ding, wo wir auch ein Video zu gedreht haben, irgendwie auf fahrenden Schleppern unten im Hamburger Hafen. Okay. Und insgesamt 10 Tracks. Und das ist, ja, ich selber würde sagen, das ist eine ziemliche Bandbreite da. Wir haben irgendwie mit einer amerikanischen Alternative Country-Legende eine Punkrock-Version vom 400 Jahre alten irischen Outlaw-Song gemacht, namens Sam Hall. Und einen Track haben wir dabei, der ist mit Fearless MC. Und da habe ich halt. Das ist dieser Track Zombies auf der Reeperbahn, wo ihr Genau, das sagt. Da kommen wir genau. vielleicht gleich nochmal ein bisschen gesondert zu. Und bei dieser Single, die ihr jetzt gedreht habt, dieses You Don't Deserve Me, also die erste Single-Auskopplung sozusagen im Hamburger Hafen, wie ist der Dreh da abgelaufen? Ich habe, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, gelesen, ihr hattet da auch jemanden, einen guten Filmmenschen irgendwie mit dabei, den man auch aus anderen Projekten kennt. Ja, das ist irgendwie, also das Skript und die Idee, ich mache selber auch Filmgeschichten so, und die habe ich mit einem guten Freund von mir namens Patrick von Schuckmann zusammen ausgearbeitet. Wir haben das quasi zu zweit gewuppt, das Projekt. Und ja, der hat schon mit namhaften Leuten auch wie Udo Lindenberg und Doro und Also Sku Siskin und Videoprojekte so. zu Musik gemacht sozusagen. Genau, Ja, dann genau. seid ihr da ja auch in guten Händen gewesen. Auf Wie jeden Fall. oft gab es Ebbe und Flut, bis ihr fertig wart? Wir sind so weit nicht rausgefahren, dass wir es wirklich mitgekriegt haben. So. Oho. Aber das war schon ein heftiger Drehtag. Wir sind irgendwie um 9 Uhr morgens losgefahren und um 5 Uhr nachmittags sind wir wieder vom Boot runter. Also doch früh aufstehe ab und zu. Ja, wenn es sein muss, na sicher. Alles klar. Wenn das Werk es erfordert. Jo.
Ja, und was ist da irgendwas passiert? Ist jemand ins Wasser gefallen oder irgendwie alles Nö, das trocken im Tuch nachher? war alles safe. So, wir mussten uns erstmal Alles an den klar. Wellengang gewöhnen und so weiter. Wenn es dann elbaufwärts ging bei auflaufender Tide, da muss man halt irgendwie sich schon ein bisschen in den Knien ausbalancieren, aber da gewöhnt man sich dran. Ich habe, glaube ich, ein Bild gesehen, da wart ihr auf der Höhe von Blumenfoss. Habt ihr das alles auf der Höhe gedreht oder seid ihr auch so ein bisschen hin und her Wir sind geschippert? Quer durch den ganzen Hafen gefahren. Alles Wir haben klar. das mit zwei Kameras gemacht. Irgendwie eine Kamera war auf dem Schlepper drauf. So von der Captain ist ein guter alter Freund von uns, der uns ja sehr unterstützt hat, der Kaloy. Ja, super. Und eine zweite Kamera hatten wir auf dem schnellen Motorboot drauf. Die ist quasi immer Für die um. Perspektiven halt Genau. um. Ja, Genau, die ist alles klar. quasi um den Schlepper rumgekurvt. Das haben wir später zusammengeschnitten. Ja, krass. Wird Und gut. das habt ihr auch bei dir in deiner Film Butze, nenne ich das jetzt mal halt. Und das ist als Kompliment gemeint, irgendwie, das habt ihr auch bei dir dann gemacht, halt Ja, in-house. Ja, ja. fett. Das ist doch mal irgendwie cool, weil solche Impulse auf St. Pauli ist natürlich halt immer spannend, sowas mitzukriegen, halt, wenn Leute da irgendwie auf jeden Fall was auf die Beine stellen. Und das ist irgendwie das ist eine Dankeschön. schöne Geschichte auf jeden Fall. Und nochmal eine Frage jetzt. Ihr habt sozusagen, genau, da waren wir eben stehen geblieben, und zwar bei Zombies auf der Reeperbahn. Da habt ihr eine Zusammenarbeit mit Ferris MC gehabt, auch irgendwie bekannt unter dem Namen, was war das nochmal? Ferris Hilton. Ferris Hilton, genau, wenn er auflegt und sowas halt. Dankeschön. Mir Bitteschön. als Techno-Mensch fehlten gerade die Worte hier. Genau. Und wie ist die Zusammenarbeit gewesen? Was hat Ferris da gemacht? Und irgendwie war lustig. Was habt ihr? Erzähl mal was irgendwie davon. Ja, das ist ursprünglich so gewesen, dass ein sehr guter Freund von mir mittlerweile, der Till Mantel, ist ein Comiczeichner. Der hat eine Kunsthochschule in Hamburg besucht und hat da als Abschlussarbeit einen Comic namens Zombies auf der Reeperbahn gezeichnet. Und wir sind da in Kontakt gekommen und er hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dazu einen Song zu machen. Das war irgendwie eine Idee von ihm, da multimedial ein bisschen was anzufahren. Und ich habe mir den Comic durchgelesen und er ist fantastisch. Also es ist wirklich großes Tennis. Zombies auf der Reeperbahn, ist das irgendwo rausgekommen als Comic? Kann man das irgendwo Er sucht kriegen? gerade. Er sucht gerade. Er sucht gerade. Also wenn ihr das hört, das ist sozusagen vom Anfang April 2013 relativ schnell nochmal versuchen, den Kontakt aufzunehmen. Er sucht gerade. Ja, tillmantel.de. Alles klar. Ja, kriegt man den. Und ursprünglich war es halt ein Comic und er hat mich halt nach einem musikalischen, nach einem Song dafür gefragt. Ich habe mir das durchgelesen. Das Comic ist Hammer. Und ich habe dem Comic halt quasi den Song auf den Leib geschrieben. Und das sind irgendwie von der Storyline her habe ich was übernommen. Also die wollten eine Animation machen und dann Sound Kam alles, dazu kam und alles sowas. später. Ah, okay. Kam alles später. Das war, das ist, Krass. so ein Selbstgänger war das. So, das war, ursprünglich war eigentlich nur ein Song dazu gedacht. So. Und in dem Comic selber kam eine Figur vor, dessen Charakter an Ferris angelehnt ist. Und ich war mit Ferris über Internet zum MySpace-Zeiten noch irgendwie verbunden. Rest in Peace. Und da dachte ich irgendwie, das wäre ja vollkommen bescheuert, wenn ich Ferris nicht fragen würde, wenn er irgendwie quasi schon als im Comic vorkommt. Also ihr So, kanntet euch schon länger ja, sozusagen. digital so. Ah, okay, alles klar. Digital sozusagen. So. Und da dachte ich, dass es ziemlich idiotisch wäre, ihn nicht persönlich anzuhören, ob er nicht Bock hätte, bei einem Song mitzumachen. Das Ja, würde gut, nur Sinn wenn es von machen. ihm handelt, dann macht es ja auch Ja, irgendwo Sinn. das Oder ist, indirekt sozusagen. ja, es ist nicht die Person, aber es kommt halt eine Figur vor, die halt irgendwie ganz klar als an Ferris angelehnt ist. Okay. Und ja, habe ich mich bei ihm gemeldet, habe ihm einen Remix rübergeschickt von dem Song. Und ja, er hat sofort Bock drauf gehabt. Und eine Woche später waren wir im Studio, haben den Track aufgenommen. Und das waren dann alle so gut, so dass wir gesagt haben, da müssen wir ein Video zu machen. So. Und da kam dann quasi die visuelle Ebene noch rein, die zuerst überhaupt nicht geplant war. Also mit Realfilmen sozusagen dann. Ja, also da haben wir verschiedene Geschichten zusammengeschnitten. Ja. Und wir haben halt die Comic-Elemente in das Video mit reingenommen, mit Ferris selber, der performt im Video auch mit. Da haben wir irgendwie bei Tidal TV in Hamburg vom Bluescreen was gefilmt. Und ihr habt ja noch, wenn ich Und das die dritte richtig, Ebene. war der Flashmob halt Genau. irgendwie, ne? Genau. Sozusagen. Also als dritte Ebene haben wir im Vorfeld noch einen Zombie-Flashmob zu Halloween auf der Reeperbahn organisiert. Aufruf war da gewesen, quasi. Welcher Art jetzt? Also ihr habt einen Aufruf gemacht, Ja. kommt als. Ja, irgendwie kommt als Untote aufgetakelt dahin so. Und wir drehen ein Video und Und ihr habt euch dann wo getroffen da auf der Reeperbahn, genau? An einer Esso-Tanke. An der Esso-Tanke, Ja, okay, klar. Klassiker. Ja, alles klar. Klassiker. Und ja, es war ein Hammer-Dreh. So. Ich hatte irgendwie beim Aufruf den Leuten halt auch gebeten, Bescheid zu sagen. Bitte sagt Bescheid, wenn ihr kommt, sodass wir ungefähr rechnen konnten, wie viele Leute da auftauchen. Wir hatten so mit 40, 50 gerechnet. So. Und als ich dann irgendwie um die Ecke
gebogen bin bei der Esso-Tanke, da waren da so 120 bis 150 Leute, alle als Zombies aufgetakelt. Ja. Und das war Hammer so. Ne? Und ich habe mir auch gedacht, das ist ein guter Tag. Ja, ich habe von der Aktion mitbekommen damals. So haben wir ja, glaube ich, überhaupt den Kontakt da zueinander, glaube ich, bekommen. Oh, nee, wir haben, das ging ja noch über eine andere Geschichte halt. Aber da seid ihr mir als erstes Mal begegnet, weil ich habe irgendwie was von Zombies auf der Reeperbahn auch auf YouTube und sowas gesehen und habe halt gedacht, so. Der Trailer ist halt schon raus, das Video kommt im Spätsommer. Genau, der Trailer war das halt. Ja, und das sah ja auch alles irgendwie mega aus so. Und dachte ich so, ey, skurrile, lustige und auf die 12 Aktionen auf jeden Fall so. Ja. Das ist mir damals auf jeden Fall begegnet. So, jetzt hatten wir Zombies auf der Reeperbahn, was jetzt demnächst noch bei euch stattfindet. Ihr habt jetzt sozusagen das Album rausgebracht. Es gibt dort eine erste Single-Auskopplung, wenn man den Begriff noch verwenden mag. Und irgendwie was Zombies auf der Reeperbahn, was ja auch ein schönes anekdotives, Entschuldigung, man sollte nicht so komplizierte Wörter verwenden, wenn man sie nicht aussprechen kann. Es ist also ein bisschen exotischen Faktor halt, dieses Zombies auf der Reeperbahn. Und es wird demnächst aber auch eine Release-Party geben halt, ne? Genau. Und bei dieser Release-Party, ich habe gelesen, dass die im Rockcafé auf St. Pauli ist. Ist ja auch ein Laden, der jetzt gerade aufgemacht hat. Ja. Wir hatten letztens auf Radio Reeperbahn, war das noch, mit der lieblichen Jennifer Westwood ein Interview auch geführt. Und die arbeitet dort jetzt auch unter anderem. Also da werdet ihr an dem Abend, das ist dieses nette blonde Mädel, was dort rumläuft. Da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis wieder halt, von Interview auch zu Interview. Und irgendwie vielleicht magst du da mal ein paar Worte zu sagen. Ihr habt dort noch Band-Support und habt euch sicherlich auch noch irgendwie das ein oder andere Schmankerl für den Abend da überlegt. Ja, das läuft am 3. Freitag, 3. März, 3. Mai im Rockcafé Silbersackstraße läuft das. Und ich habe probiert, wir haben auf der CD selber sind eine Menge Gäste dabei, so unter anderem Leute von Razzia und von Prolet und diverse andere Leute noch. Und einige davon werden live auch die Songs mit uns spielen, die auf der Platte auch drauf sind. Ja, cool. Also der Schraube, der Sänger von Razzia ist dabei und Franken Lühr, der Gitarrist, der ist auch noch dabei und die... falls jemand noch kennt von Prolhead, die Prolets Natascha und Martina sind die Background-Sängerinnen. Die sind größtenteils auf der Platte auch mit dabei und bringen die Dinger dann auch mit rüber. Ja, alles klar. Und wann geht's da los und was an welchem Datum, dass wir vielleicht noch das Datum haben? Oder wir können auch kurz sonst nachgucken. Heißt, das ist Freitag, der 3. Mai. Freitag, der 3. Mai und dann geht's um 19 Uhr, glaube ich. Ja, das ist die Sache, es ist eine Frühshow. Es geht sehr, sehr früh los, das ist um 19 Uhr schon, dann wird das auch gleich losgehen. Weil da die fahren dann noch einen vorsichtigen Schuh mit den Nachbarn, da muss halt irgendwie auf 11, halb 12 muss dann mit Live-Musik schon Schicht sein im Moment. Deshalb müssen wir sehr, sehr früh anfangen. Du bietest mir gerade eine sehr perfekte, wir kommen gleich nochmal zu dem Thema zurück, aber du bietest mir gerade eine sehr perfekte Überleitung zum Thema, was ich eh noch angesprochen hätte, und zwar das Thema Lautstärke auf St. Pauli. Ein weites Feld. Das ist ein sehr weites Feld, und zwar momentan bekommen ja immer mehr Clubs und Bars auf St. Pauli Probleme wegen der Lautstärke. Ich hätte jetzt eigentlich fragen wollen, ob dir das Problem schon begegnet ist. Das hast du jetzt eben schon indirekt damit beantwortet. Wie verhält sich das? Was haben die dazu vom Rockcafé dazu gesagt? Wie ist denn da die Situation gerade? Weil die sind ja nicht die einzigen auf St. Pauli, die damit Probleme haben. Das fängt echt langsam an zu nerven, auf gut Deutsch. Ja, sicher. Sicher. Ich finde auch, die Leute, wenn jemand nach St. Pauli zieht und sich über die Lautstärke beschwert, sondern hat er irgendwie einen Schuss nicht gehört, sondern soll er nach Blankenese ziehen oder Lurup, oder es gibt weiß Gott genug Stadtteile, wo es nicht so laut ist. Nach etlichen Gesprächen hat sich das bei mir auf den Spruch herauskristallisiert, wenn man an den Strand geht, darf man sich nicht beschweren, wenn dort Sand ist. Das hast du schön gesagt. Das ist sozusagen das Gleichnis eigentlich, was hier so ein bisschen ähnlich ist. Ja. Man kann immer noch sagen, man kann überall hinziehen und so. Wir wollen das jetzt auch gar nicht werten, sondern einfach mal eruieren. Das heißt also, ihr seid als Band dorthin gekommen und die haben zu euch gesagt, ey, lieber um 19 Uhr anfangen, weil wegen Lautstärke, damit wir auch ein bisschen früher leise sein können auf dem Deutsch. Ja, ich kann es auch gut verstehen. So, die haben halt ihren Laden gerade neu aufgemacht. Das ist eine Existenz, die da dran hängt. Ja, natürlich. Ja, klar. Deswegen spreche ich das an. So, weil Das ist auch alles überhaupt kein Problem. So, also die Kooperation mit dem Laden läuft sehr gut. Ja. Und wir müssen es halt bloß irgendwie explizit dann sagen, dass es halt früh losgeht bei der Release-Party. So, ne? Das ist halt nicht so, wie die Leute in die Disse gehen. Da gehst du ja vor 12 Uhr abends, gehst du ja nicht los. Und da in dem Fall geht es halt leider nicht. Kurz mal als Zwischenstatement, wir haben ja auch schon mit etlichen Leuten auf St. Pauli über das Thema gesprochen, ob nun mit Location-Besitzern, mit Location-Betreibern, ob mit Institutionen, die sich rund um das Thema halt irgendwie drehen. Und jetzt sieht man einfach mal, wie man in der Realität, wir sprechen hier einfach über
eine Release-Party einer Band und wie sich das sozusagen im Alltag auf St. Pauli niederschlägt und dass die Leute vom Rockcafé meinetwegen schon sagen müssen, ey, kommt mal um 19 Uhr vorbei, das ist wieder nicht die ideale Zeit, um das Publikum anzusprechen halt, die Leute haben, es gibt Folgeprobleme und ähnliches und man sieht einfach auch mal, dass da wirklich Existenzen dran hängen und dass das den Alltag auf St. Pauli beeinflusst. So sieht's aus. Ja, so, das vielleicht jetzt hier nochmal an der Stelle kurz dann herausgehoben. Kommen wir nochmal wieder zu der Release-Party. Kannst du vielleicht noch was dazu sagen, wie hoch, um das abzuschließen? Also wir sind am Freitag, den 3.5., es geht um 19 Uhr los und wie hoch ist der Eintritt? Kann man das, oder habt ihr, wie ist das mit Eintritt da bei euch? Es ist noch nicht ganz spruchreines Ralf, aber es wird auf jeden Fall unter 10 Euro sein. Unter 10 Euro, ja. Alles klar. Möchtest du sonst noch irgendwas zur Release-Party sagen? Halt irgendwie freust dich ja bestimmt halt schon, oder ihr freut euch. Ja, jetzt habt ihr ja schon viel abgearbeitet, jetzt fangt ihr langsam an, wahrscheinlich euch darauf zu freuen. Halt, das ist halt quasi das Sahnehäubchen auf 4 Jahren harter Arbeit und Meere von Scheiße gewartet, bis das Ding endlich mal rauskommt. Was ich ja noch zu sagen kann, ist irgendwie, dass wir einen sehr geilen Support-Act haben. So. Das sind Freunde von uns aus dem Ruhrpott, aus Essen, namens Crossplane. Aha. Der Crossplane.net findet man die. Und wenn das alles klappt, wenn wir mit denen was zusammen machen, das ist eine sehr geile Band, unbedingt anchecken. Alles klar. Wo wir gerade bei deren Webseite sind, habt ihr denn als Band Razorheads eine Webseite oder eine Facebook-Page, wo du uns vielleicht oder unseren Hörern vielleicht nochmal kurz sagen kann man sich da was anhören von euch? Da gibt es bestimmt auch Infos und ähnliches, dass die Leute sich einfach auch mal einen Eindruck verschaffen können. Wo geht das? Also die Schaltzentrale sozusagen ist Razorheads.com. Mhm. Da findet man auch alle Links zu Facebook und Twitter und YouTube und so weiter unter Social Media oder so heißt es da. Social Media, also das heißt im Endeffekt, es gibt bei euch auf Razorheads.com, gibt es die entsprechenden Verweise auch zu Facebook. Genau, Community. Da hat man die ganzen Links, es gibt eine Facebook-Seite, es gibt eine MySpace-Seite, irgendwie seit dem 13. Jahrhundert. Habt ihr da auch schon Merchandise? Also das ist vielleicht so ein T-Shirt? Kommt jetzt auch, das ist ein T-Shirt. Jetzt, also die T-Shirts sind gerade aus der Druckerei raus. Aha. Und die CDs kommen nächste Woche an. Ja, alles klar. Okay. Ich hau mal auf Glas hier. Und gibt es in Zukunft alles. Irgendwie eine interessante Anekdote dazu, es gibt noch ein Plattenpresswerk in ganz Europa und letztens hat es in dem Industriegebiet, wo das steht, einen Großbrand gegeben und da wäre fast das letzte Plattenpresswerk in Europa abgefackelt, halt, wo sich irgendwie alle DJs, die sich in europaweit Platten besorgen, eigentlich wo das noch herkommt, bei so kleinen Pressings sozusagen. War auch irgendwie eine ziemlich üble Geschichte. Ich glaube, da haben einige Leute gut geschwitzt, als es da gebrannt hat. Absolut. Wir sind jetzt mit dem Rockcafé ja eigentlich schon sozusagen auf dem Kiez eben gewesen mit dem letzten Thema und deswegen schließt sich da die Frage dran an, wann bist du denn das erste Mal auf dem Kiez gewesen? Kannst du dich da noch dran erinnern oder willst du das denn überhaupt? Ja, klar. War gut. Ja, klar war das gut. Das ist einer der Gründe, warum ich irgendwie nach Hamburg gezogen bin. Ich habe irgendwie einige Geschichten auf Pauli mitgekriegt, bin selber mit anderen Bands unterwegs gewesen. Ich habe Tourmanagement gemacht und halt bei anderen Bands auch gespielt und die Shows in Hamburg waren immer die besten. Irgendwie, welcher Laden war der erste, wo du auf dem Kiez gewesen bist da? Das war Marquis. Im Marquis? Im Marquis seiner Zeit. Und mir sagt das noch was, das gibt es aber glaube ich nicht mehr. Das gibt es seit dem frühen 13. Jahrhundert nicht mehr. So. Ja, okay, alles klar. Und das war auch irgendwie Silber, sagt die Ecke. Das war, da bin ich mit Spermids unterwegs gewesen, mit einer Band. Alles klar. Und das war eigentlich das erste ernstzunehmende Mal, wo ich in Pauli war. Ich glaube, das war noch die Zeit. Ich glaube, das kenne ich auch noch. Das war noch die Zeit, wo ich auch auf der Full of Hate Ostertour und sowas da. Ist ein paar Tage her. Das ist schon ein bisschen her, ja. Aber es, alles klar. Aber irgendwie, das sagt mir auf jeden Fall auch noch was. Hast du schon mal nachts auf St. Pauli gesungen? Und das in diesem Sinne nicht beruflich, meine ich. Also so ein Klassiker mit Freunden unterwegs gewesen und so eine typische Zechtour-Szenario, nenne ich das jetzt mal. Alles klar. Erinnerst du dich noch, was du da gesungen hast? Was habt ihr da? In der Regel kommen dann Dropkick Murphys oder irische Rebellen-Songs bei raus. So, die liegen ganz gut auf der Zunge. Ja, alles klar. Mhm. Ja, irische Songs dazu, das passt auf jeden Fall. Von welchem Lied hattest du deinen letzten wirklich wahren Ohrwurm? Da muss ich mal überlegen. Harte Frage. Das war gestern. Gestern? Das war gestern von der Titelmusik von Poultrygeist Night of the Chicken Dead. Mhm. Das ist ein trashiger Truma Productions Horrorfilm. Und da habe ich mir den Trailer mal angeguckt und die Titelmelodie. Und das habe ich gestern als Ohrwurm gehabt. So. Okay. Von Calamari Safari. Alles klar. Wenn du jemanden aus dem Himmel zurückholen könntest, wer wäre das?
Ich glaube nicht an so Quatsch. Eindeutige Antwort, dann lassen wir das auch mal aus Respekt so stehen. Nächste Frage wäre jetzt gewesen, über was würdest du dich mit dieser Person unterhalten, um so ein Szenario herzustellen. Aber das, von daher irgendwie aus Respekt wird diese Frage jetzt einfach nicht gestellt. Punkt. Okay. So, was steht bei dir, weil wir kommen jetzt so langsam auch so ein bisschen zu den esoterischen und den Endgegnerfragen, nenne ich das jetzt mal. Okay. Was steht bei dir auf der Fensterbank im Wohnzimmer? Sag uns mal drei Teile. Im Moment steht da ein Werkzeugkasten und ein... Ja, du bist umgezogen. Ich bin ja gerade umgezogen. Ja, das Werkzeugkasten und Klebeband und die überlebenswichtigen CDs. Alles klar. So, das First-Aid-Kit, bis halt alles dann da ist, so ungefähr. Ist gerade nicht die Normalsituation. Ich stecke gerade mit einem Umzug drin. Um das ganze Spiel mal umzudrehen und sozusagen als letzte Frage in diesem Zusammenhang, möchtest du uns irgendwas fragen, Flint? Ja, irgendwie, ich halte das, die ganze Geschichte von euch hochinteressant. Ich bin echt mal gespannt, wie das weitergeht aber bei euch und irgendwie... Das sind wir auch. Ja. Ja. Und, ja, also es lässt sich auf jeden Fall gut an. Ich hab mir das mal angeguckt, weil das ist ja auch recht themenübergreifend und stilübergreifend, was ihr so featured. Wie die Reeperbahn an sich sozusagen. Ja, genau. Das halte ich für echt für eine gute Idee. Es ist ein weites Feld so und ja, ich hoffe mal, dass ihr das beibehaltet, so, ne? Wie stilübergreifend, voll klappenfrei an die Geschichte ranzugehen. So. Das ist eigentlich, also wenn man mal den Reverend kennt, mit dem ich das zusammen mache, oder auch meine Freunde, die mich kennen, halt, wir können das gar nicht anders machen. Wir müssen das so machen. Die Stimmen sagen es uns. Die Stimmen haben immer recht. Eben. Und von daher, also das, ja, auf jeden Fall freuen wir uns halt, dass Leute wie du auch zu schätzen wissen oder so eine ehrliche Sicht auf das Projekt haben. Und wir hoffen einfach mal, dass wir halt mit Leuten wie euch für den Stadtteil, in dem Stadtteil was bewegen können. Ja. Und in diesem Sinne sage ich einfach mal danke für die ehrlichen Antworten, Flint, auf jeden Fall. Ich wünsche euch richtig viel Erfolg irgendwie weiterhin und mit der Release-Party auch. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt mal wieder. Definitiv. Alles klar, dankeschön. Danke dir. Jo.